Abwehrkampf ist cool. Und wie gesagt, ich persönlich weiß nicht, finde ihn, also bis dato, ich habe ihn jetzt auch nicht so oft gemacht, nicht wirklich frustrierend, einfach nur vielleicht ein bisschen fordernder als der erste, aber joa. Ich weiß halt noch nicht, wie lang der ist. Ich habe sie noch nicht so oft getroffen, ne? Pling. So. Dann gucken wir doch mal. Hornet, die, keine Ahnung, fünfte. Nein. Ich frage mich ja wirklich, wie viel Muster da bei ihr eigentlich drin steckt oder ob das quasi ja mehr oder minder random Angriffe sind. Inwiefern? Also sie macht wahrscheinlich nicht in jedem Kampf immer exakt das Gleiche. Und geht das immer ab. Sie guckt schon, was gerade in der Situation passend ist. Das heißt, du musst schon immer genau darauf achten, was sie für Angriffe macht. Ich hätte auch gesagt, dass in jedem Spiel, dass der Boss einfach einen bestimmten Angriff hat und irgendeinen random davon auswählt. Die Nadel immer. Wenn die Füße zu kurz sind. Es gibt allerhöchstens in Dark Souls. I see. Ich muss sie so und so oft treffen und dann wird sie schwach. Es gibt allerhöchstens in Dark Souls manche Bosse, die haben andere Attacken, wenn du versuchst, sie zu heilen. Dass sie dich dann sofort punishen dafür. Kann sein, dass das allerhöchstens bei auch mit ein oder anderen Boss vielleicht sowas in der Richtung gibt. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Der Boss hat seine, keine Ahnung, 4-5 Angriffsmuster, die macht er und joa. Nein, die Nadel! Close one. Wollte ich da voll reinbaiten. Ist echt so. Immer. Ich mag doch keine Nadel. Mädel! Mädel hat mich einfach in der Ecke weggeboxt. Warum habe ich jetzt eigentlich 2 Schaden von ihr bekommen? In der Ecke. Hast du nicht dazu noch eine Maske? Echt? Ja. Ich dachte, ich hatte 2 und hatte mich gewundert, warum ich tot war. Weil, ne? Irgendwie, ja, an die Wand geklatscht. Aber das lief doch schon mal besser. Wir haben zumindest, wenn sie halt auch wieder so, ich sag mal, 3 Phasen vielleicht hat, wie der erste, haben wir zumindest 2/3 geschafft. Das ist auf jeden Fall schon mal besser gewesen. Und es ist nett, dass ich meine Seele immer wieder zurückholen kann. Ich meine, man kennt das, ne? Man macht so einen richtig guten Versuch und der nächste wird dann richtig scheiße. Aber insgesamt steigern wir uns. Und Jan lehnt sich einfach entspannt zurück. Das ist schon anstrengend, weil die so schnell ist. Oh, jetzt machst du wieder den hier. Okay. Kann ich bitte aus der Ecke raus? Das ist okay, da kommst du nicht dran. Nee. Oh nein, ich habe sogar 2-mal getroffen. Nein! Du bist einfach weggeschoben, was aus der Ecke. Ich hab das noch mit dem Heilen nicht so.
Warum machst du jetzt gerade den Angriff? Ich habe das mit dem Heilen noch nicht so im Griff bei ihr. Springen Sie bitte nicht so weit. Ist eigentlich voll der coole Zweikampf. Ich will auch so eine ausfahrbare Nadel haben. Ja, natürlich! Ihre Kopfhaut ja auch so rau ist. Und bei dem Stachel, die sie auf dem Kopf hat? Okay, da kann ich mich heilen. Nein! Ich komme dann immer. Ich sehe schon, das ist so ein Kampf, den werde ich nicht permanent mit vollen Masken machen. Ich verstehe mal Endivir, wenn sie ihre Nadel wirft. Nicht nach so und so oft treffen tot. Nein. Nicht greedy werden. Nö. Da war es nicht greedy, da war es so ballsy einfach. Manchmal muss ich auch die Balls rausholen. Aber jetzt bin ich gerade blöd. Stell dich doch nicht. Okay. Und dann einmal voll reingesprungen am Ende. Okay. Das hat mich aber sehr aus dem Konzept gebracht, dass sie nicht nach dreimal staggern tot war. Weil normalerweise kenne ich das so von Bossen jetzt aus Zelda oder so. Die haben halt meistens halt dreimal Schwachpunkt treffen und dann sind sie tot. Und der erste Boss hat's ja auch so gehabt. Deswegen ging ich voll davon aus, wenn ich sie dreimal halt treffe, den Schwachpunkt, dass sie dann auch tot ist. Und als sie es nicht war, bin ich leider ein bisschen nervös geworden. Und das hat man dann auch ziemlich gut gemerkt, glaube ich. Jetzt muss ich mal ganz kurz mich nochmal sammeln. Das war nämlich schon anstrengend. Willst du eine kurze Mehl-Futterpause machen? Scheiße! Meine Hände zittern! So kann ich nicht spielen! Ich trinke mal kurz einen Schluck. Echt mal, so kann ich nicht arbeiten. Furchtbar. Wie gesagt, ich bin jetzt voll davon ausgegangen, okay, nach dreimal wird sie ja dann vermutlich platt sein und dann so, nein, ich habe vor allem darauf gewartet, dass sie den falschen Ritter-Move macht und sich irgendwie einfach dann selber am Ende tötet nach dem dritten Mal und sie hat es leider einfach nicht getan. Das war ein bisschen sad. So. Brauchst du ein bisschen Zucker? Nein, eigentlich nicht. So. Aber es wird. Es wird auf jeden Fall besser. Das ist ja die Hauptsache. Aber der Kampf ist echt cool. Ich glaube, ich habe nur noch nie irgendwie was Vergleichbares gespielt. Ich überlege gerade. Also die letzten Male, wo ich wirklich so tense bei Bosskämpfen waren halt
die Superbosse in Xenoblade und der Endboss in Xenoblade 2. Aber das ist halt anders. Ich bekomme hier gerade schwitzige Augen vom Zuschauen. Du musst doch nicht gleich weinen. So schlimm ist es doch nicht. Ja, greatest anime betrayal of all time. Jetzt haben wir gleich wieder... Tja! Endivia! Ich hab keine Ahnung, was sie da eigentlich sagt. Das klingt für mich wie Endivia, als wenn sie mich aufspießen will. Das sind die Empathietränen. Ach so. So. Ich muss nur vielleicht mir mal angewöhnen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Mich nicht so oft treffen zu lassen. Egale. Adino und Garama. Ich dachte, Karate willst Garage sagen. Nice. Adine. Hallo? Auch hier? Dumme Endivian-Nadel. Wie nach da oben? Das war interessant, der Sprung da oben hin. Ja, einfach die Nadel nach dem Kampf klauen. Mach das doch nicht da oben immer. Und spring mir nicht auf den... Kopf. Ich hatte auch mal mehr Masken. Das ist okay. Mein Nädelchen ein bisschen zu spät gezuckt. Mach doch nicht diesen. Nein, nicht die Nadel. Die kann ich doch nicht, obwohl das der einfachste Move von allen ist. Ich glaube, mein größtes Problem ist, dass ich noch nicht so ganz rausgefunden habe, wann es klug wäre, sich zu heilen und wann eher nicht. Und dass ich mich jetzt wieder von allem treffen lasse. Weil ich ja unglaublich gerne auf einer Maske lebe. Und dann war das Springtiming raus. Dann bin ich einmal zu früh gesprungen. Und dann habe ich keinen Sprung mehr gehabt, als ich wirklich springen wollte. Aber ich glaube, dass ich so langsam dahinter komme. Warum schmollt Kai jetzt? Anstatt... Kai, du musst da einen Pock hinterschreiben. Sie hat es schon wieder geschafft, sie so und so oft zu treffen. Geil! Hier wird nicht geschmollt, hier wird nur gehypt. Packt eure Taschentücher und schwitzigen Augen wieder ein, wie Alex seine Tränen versucht zu verkaufen. Kreislauf. Was? Boss bekämpfen, sterben, neu versuchen, mal 100. Einen guten Versuch haben, 10 schlechte Versuche haben, sein Leben hassen, Boss schaffen. Bei Leben hassen bin ich noch nicht angekommen, alles noch gut. So. Egal!
Nein! Ich habe das Gefühl, die Hälfte der Zeit schlage ich hier einfach von oben auf den Kopf. Ich weiß nicht, ob das so die beste Taktik ist. Und ob ich die Einzige bin, die das so macht. Aber ich finde das sehr praktisch. Dabei mag ich das eigentlich gar nicht. Dieses in verschiedene Richtungen. Achso, Entschuldigung. Entschuldigung, warum habe ich jetzt entschuldigt? Dieses in verschiedene Richtungen anzugreifen mag ich eigentlich gar nicht, weil ich das meistens nicht so gut kann. Nein! Nein! Doch! Was denn? Warum bist du da oben hingesprungen? Scharf! Pido! Nein! Ich hab den Kopf haut! Oh. Flupp. Nein! Spring nicht immer in mich rein! Okay. Aua. Nein, die Nadel, ey. Die ist so billig. Ich glaube, der Kampf dauert für mich einfach zu lange, weil ich eine sehr lange Zeit konzentriert bleiben muss. Und das ist für mich eigentlich zu viel des Guten. Das ist okay. Manchmal frage ich mich, ob sie diesen Bandangriff wirklich macht, weil sie glaubt, dass es eine gute Idee ist. Oder um dem Spieler einfach ein Fenster zum Heilen zu lassen. Ja, er hat ja auch schon damit ein paar Mal getroffen, ne? Klappe. So wie jetzt gerade? Du musst zugeben, das war ziemlich eng. Mhm. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte mich heilen. Und dann wollte ich mich doch nicht mehr heilen. Das habe ich losgelassen. Ich hatte es mir anders überlegt, okay? Ist sie tot? Du hast keine zweite Phase mehr, oder? Du... Oh, Gott sei Dank. Uff. Der... Hat er gespeichert? Ist es automatisch gespeichert? Ah. Der war, cool, der Kampf. Yay. Der war echt cool. Aber definitiv anspruchsvoller als der erste. Weil sie halt echt schnell war. Mhm. Aber ich finde, wenn du dich einmal so ein bisschen reingedacht hast und gesehen hast, was sie macht, also ich fand, bei dem Schnurangriff um sich herum kann man sich halt echt gut heilen. Wenn man passend steht, bei dem Endivien-Nadelangriff auch. Der war echt billig, ich bin da dort reingesprungen. Ansonsten fand ich aber auch den diagonalen Angriff gut, weil sie immer in die Ecke gekommen ist und du sie dann von oben... Hast du sie auch oft von oben angehauen? Ja. Fand das irgendwie sehr praktisch. Aber der Kampf war echt cool. Und Starlight, danke, dass du einen Sub verschenkt hast. Super lieb von dir. Also doch, der Kampf war cool. Hat natürlich ein bisschen gedauert, aber das habe ich eigentlich auch von allen Hollow Knight Bossen erwartet. Aber ich bin froh, dass wir den geschafft haben. Der war echt cool. Und ich habe den Mottenflügelumhang bekommen. Drücke ZR, um nach vorne zu sprinten. Benutze den Umhang, um auf dem Boden oder in der Luft schnell zu sprinten. Was habe ich jetzt gemacht?
versucht es, die Siegel zu brechen. Sie können nicht geöffnet werden. Sie müssen geöffnet werden. Lass uns schlafen, kleiner Schatten. Kehre in deine Dunkelheit zurück. Gewähre uns unsere Ruhe. Was? Wie? Bin ich okay? Das Gruseligste an der Sache ist, dass der Typ einfach aussieht wie ich. Nur in Tod. Ich möchte bitte nicht so enden. Ich wollte eigentlich nur meinen Sprint ausprobieren. Ah, aber es verbraucht nichts. Ich hab den einfach. Mhm. Geil. Also ich wusste, dass es einen Dash gibt, weil ich bei Jan halt immer gesehen habe, dass er gedasht hat, um sich fortzubewegen. Ist jetzt aber auch nicht so die größte Erfindung der Menschheit, in Metroidvania einen Dash einzufügen, ne? Deswegen, naja. Aber ja, das wusste ich tatsächlich, dass es einen Dash gibt. Aber wie gesagt, finde ich jetzt auch nicht so dramatisch. Aber cool. Die Frage ist, ob wir damit eventuell beim Backtracken irgendwo jetzt drankommen würden, wo wir vorher nicht drankamen, weiß ich nicht. Aber cool, dass wir es auf jeden Fall haben. Ich glaube aber echt, Hornet ist ein ziemlicher Ausdauerkampf. Du darfst halt nicht greedy werden. Und du musst versuchen, dich vernünftig zu heilen, zwischenzeitlich. Du bekommst zum Glück immer Heilung noch dazu, was ich ganz nett finde. Ja, aber so. Es zählt an der Konzentration. Auf jeden Fall. Aber war cool. War echt ein sehr, sehr cooler Kampf. Definitiv. Und ich bin, wie gesagt, sehr froh, dass wir den auch geschafft haben. Auch eigentlich halbwegs schnell, finde ich jetzt. Also ich bin noch nicht annähernd salty geworden. Bin eigentlich immer noch sehr entspannt. Aber dann ist das hier wirklich auch der Bossraum gewesen. Die Frage ist, mit den ganzen Stachelräumen, die ich jetzt in diesem Gebiet hatte, mit dem Dash, vielleicht. Aber ich hätte lieber einen Double Jump, um drüber zu gehen, um ehrlich zu sein. Wo lande ich denn jetzt hier? Oder sollte ich... Nee, das ist ja automatisch gespeichert, ne? Ist ja kein Ding. Mhm. Ohne zu springen? Ah, okay. Und hier dann? So. Muss ich mir dran gewöhnen. Ich werde wahrscheinlich noch ein paar Mal vergessen, dass ich den habe, aber okay. Nett, dass das mir sofort so ein bisschen hier gezeigt wird. Oh. Die Füße waren mal wieder zu kurz. Oh, in welche Richtung muss ich denn? Wahrscheinlich eher nach da, ne? Flupp. Aber da kann ich doch mit dem Ding drüber, oder? Die Frage ist, ob ich da hochkomme. Ja. Nein! Jetzt die andere Frage. Würde ich da hochkommen? Und bin ich nur schlecht gesprungen? Probier's aus. Ja, bin ich. Ah, da komme ich doch so hoch. Flupp. Und jetzt bin ich wieder vor dem Hornet-Bosskampf. Ach, wahrscheinlich damit ich nochmal zur Bank zurück kann, wenn ich möchte. Die Frage ist, was bringt mir das? Ich habe jetzt nicht so unendlich viel Geld dabei. Und die Bank heilt mich auch nicht, oder? Doch. Vielleicht klingt Bank dann doch gar nicht so unattraktiv, so, wenn ich nochmal so drüber nachdenke. Ja, also. Kann man schon machen. Den Weg kenne ich jetzt ja mittlerweile. Den bin ich ja jetzt ein paar Mal gelaufen. Aber prinzipiell war es jetzt auch nicht so weit. Immer bis zum Bosskampf. Also das ging schon klar. Echt so. In dem Fall. Ich glaube, nur meine Seelen werden nicht geheilt. Ich weiß gar nicht, gab es noch irgendwas Interessantes zu kaufen für das Geld, was ich habe? Wir können ja mal einmal kurz gucken. Achso, du bist schon... Achso, ich kann dir auch zuhören? Ach, wie sich dieser Ort verändert hat, seit ich ihn das letzte Mal gesehen habe. Das Grün wächst so wild, dass die Station wohl bald von ihm verschluckt werden wird. Oh. Ich wollte jetzt einfach auf ihn draufspringen. Aber wie gesagt, ob der Dash mir jetzt so viel hilft zum Backtracken? Eventuell für die eine Raupe. Weil die habe ich, glaube ich, ganz knapp nicht erreicht. Also ich weiß, ich kann mir auf jeden Fall bei Cornifas Frau, könnte ich mir noch dafür meine Karte kaufen. Also das ginge schon.
Aber da war jetzt nichts bei, wo ich mir denke, geil, muss ich haben. Aber ich fand das cool, wie ihr alle mitgefiebert habt. War aber auch, wie gesagt, eine knappe Kiste. Ich könnte mir die Maskenscherbe kaufen. Oder das Ei. Ich glaube, ich nehme die Maskenscherbe mit. Das ist dann auch eins von vier. Okay. So, dann Kommando zurück. Die Frage ist... Die Frage ist halt, ob ich jetzt mit dem Gebiet fertig bin. Oder ob da noch mehr kommt. Aber ich war ja noch nicht in einem neuen Gebiet drin. Deswegen würde ich da jetzt auch erstmal weitergehen und, Flupp. Dann mal gucken, dass wir quasi von Hornet aus jetzt links noch weitergehen und gucken, ob wir da vielleicht nochmal in ein neues Gebiet irgendwo reinkommen. Und dann können wir natürlich auch noch oben rechts gucken in dem Gebiet, wo ich noch nicht wusste, ob ich weiterkomme. Die andere Sache ist, das, was ich jetzt alles markiert habe. Ich glaube, da rechts an einer Stelle war, glaube ich, düster und an der anderen Stelle kam ich nicht hoch. Die Sache ist, der Dash ist zwar natürlich hilfreich, um irgendwo rüberzukommen, aber nicht zwingend, um irgendwo hochzukommen. Deswegen, ich glaube, da rechts erstmal nicht. Da in der Mitte waren, glaube ich, viele Stacheln, wenn ich mich recht entsinne bei dem Blauen. Und da links waren auch sehr viele Stacheln. Und ich glaube, da, wo die Nebelschlucht ist, da nach links, kam ich auch irgendwo nicht hoch. Deswegen bin ich mir nicht sicher, ob ich mit dem Dash hier irgendwo backtracken kann gerade. Weil ich gerade so das Gefühl habe, bei diesen ganzen Stachelpassagen, dass ich da... Weiß ich nicht. Ob ich da wirklich mit Dash und ohne Doppelsprung überall rüberkomme. Da ist natürlich die Frage, ob man jetzt erstmal noch weitergeht. Oder, weiß nicht. Das ist so der Struggle. Ist das jetzt schlau, nochmal alle Punkte abzugehen, die ich markiert habe, sowohl hier als auch im ersten Gebiet? Oder wäre es schlau, erstmal weiterzuspielen und noch mehr Fähigkeiten zu sammeln? Dass man jetzt nicht 10 Punkte abgeht und nur an einem was machen kann. Hast du irgendeinen Rat als erfahrener Metroidvania-Spieler, wie man das am besten macht? Erstmal einen ganzen Haufen Fähigkeiten sammeln und dann alles abgehen? Oder sich auswendig merken, wo man den Dash gebrauchen könnte, was ich nämlich schon mal nicht kann? Oder alles abgehen in der Hoffnung, dass man jetzt irgendwo weiterkommt? Wenn du spontan weißt, wenn du irgendwo mit dem Dash weiterkommst, kannst du ja hingehen. Ansonsten... Weiß nicht. Spiel einfach da, wo du glaubst, wo du hingehen kannst. Das... ist nicht hilfreich. Doch. Also auswendig weiß ich nicht, wie die Stellen aussahen. Ich meine halt im ersten Gebiet, bei einem Raupi könnte man mit dem Dash vielleicht hoch, da wo man hätte cheesen können. Aber sonst... Mach einfach erstmal weiter, wenn du spontan keine Stellen auswendig kennst. Außerdem habe ich dich vorm Stream gefragt, ob ich heute backtracken sollte und du hast Nein gesagt. Ja. Also kann es nicht so viele Stellen zum Backtracken geben. Zwei vielleicht. damit ich wusste, ob ich meinen Screenshot aufmachen muss für heute. Also gehen wir erstmal weiter. Links aus dem grünen Weg erstmal raus, um zu gucken. Und ansonsten da oben, wo der rote Punkt ist, nochmal hin. Aber nach diesem sehr coolen, aber auch sehr nervenaufreibenden Hornet-Kampf würde ich gerne kurz eine Meerschweinchen-Fütterpause machen. Das kann ich mittlerweile während den Streams nicht mehr ganz so nebenbei machen, weil ich halt immer gucken muss, ob Owain auch brav frisst. Und weil ich gerne gucken möchte, wie ihm die Petersilie heute schmeckt. Die hat er nämlich noch gar nicht gehabt. Deswegen machen wir mal so 5 bis 10 Minütchen Pause. Ich möchte nämlich auch noch mal kurz aufs Klo. Das sind dann auch noch mal 30 Sekunden. Und dann können wir den Grünfahrtweg... Ihr wisst schon, Grünfahrt wäre auch episch gewesen als Name. Grünweg ist so... Weiß ich nicht. Es ist so, als wenn du in der Grünstraße wohnst, also... Es gibt sicher eine Grünstraße. Garantiert. aber ja, wir erkunden gleich auf jeden Fall weiter. Dementsprechend kurze Pause
Und dann ballern wir gleich weiter durch.